Neuheiten 2012, wir sind wieder fündig geworden und die ganze Branche spricht davon. Es gibt ein Automatikgetriebe, Novinci Nabe, speziell konzipiert auch für E-Bikes. Wir wollen das mal hier demonstrieren an diesem wunderschönen Jubiläumsmodell von Victoria. Bei mir steht der Bart von Novinci, ist der Fachmann, und den lassen wir uns jetzt mal erklären. Automatikschaltung hört sich immer gut an. Was haben wir davon? Die neue Schaltung von Novinci, die Harmony, die Automatikschaltung, haben wir entwickelt für die Kunde, die einfach nur noch fahren möchte und nicht mehr die ganze Zeit schalten möchte. Man kann ja ein ganz normales Tretfrequenz anstellen. Davon kann man ganz angenehm eine ganz schöne Strecke fahren, ohne dass man noch schalten muss, weil der Motor schaltet dann komplett von alleine. Was heißt das? Ich wähle eine Trittfrequenz vor. Genau. Das mache ich oben am Schalthebel. Ja, das machen wir hier oben am Schalthebel. An den Knopfdruck. Okay, dann leuchtet blau. Genau. Sehr schick. Und dann kann ich meine gewünschte Trittfrequenz einstellen. Genau. Und danach muss ich mich um nichts mehr kümmern. Nee. Das ist gut, das hört sich gut an. Sehr klasse. Warum wird das Konzept denn insbesondere bei E-Bikes so forciert, auch durch die Hersteller? Bei den E-Bikes war ja nur die Nachfrage für auch den Hersteller und den Händler, dass man auf dem Berg zum Beispiel nicht mehr zurückschaltet. Der Kunde kann dann zurück und sagt, hier, wieso ist der Akku leer? Deswegen haben wir es auch so entwickelt, dass das hier bei der Geschwindigkeit, der langsamer ist an 10 km/h, der Motor zurückschaltet, wobei man den Akku auch mal nicht unterlassen, noch mal richtig leer zieht. Okay, jetzt kommt Ihre Durchsage. Ich hoffe, ihr könnt das alles noch verstehen, was wir hier sagen. Was mich interessieren würde, wäre, wie messt ihr, welche Leistung jetzt jeweils das Antriebssystem abgeben muss, beziehungsweise welche Sensoren steuern das? Wir haben ja 3 Sensoren eingebaut. Das heißt ja ein Input-Sensor, Output-Sensor und nochmal ein Tretfrequenz-Sensor. Der messt einfach hier die Geschwindigkeit von dem Hinterrad. Das in Kombination mit der Kadenz wird das so angesteuert, dass der Kunde immer noch mit einer Umdrehung von 30 oder 50 Umdrehungen die Geschwindigkeit nicht so erlebt, wie man früher möchte, dass man gleich schalten möchte zum Beispiel. Okay. Die gesamte Logik sitzt hinten in einer kleinen Box, ja, genau. Und die wiegt 250 Gramm. Genau. Ich glaube, da ist alles dann drin vertreten. Ja, stimmt. Eine kurze Frage noch. Was ist der große Vorteil in dem Bereich, dass ich eben sagen kann, ich kann Automatik schalten, aber ich darf, wenn ich jetzt vielleicht sage, ich möchte nicht nur automatisch fahren, dann kann ich das wiederum umschalten, ist das richtig? Genau, man hat ja 2 Funktionen drauf gebaut, nur wegen dem Drückknopf kann man das einstellen auf ganz manuell schalten, für jeden, der mal die manuelle Schaltung benutzen möchte oder die Harmony-Schaltung mit Tretfrequenz. Okay, bei diesem manuellen Modus, den wir jetzt hier hatten, da sehe ich dann, wenn ich dann also einen Berg entsprechend hochfahre, kann ich den ganz einfach so einstellen, genau, wie ich das haben will. Wie früher auch, komplett stufenlos, aber halt digital im Display dann anzuzeigen. Welche Motoren sind möglich? Frontmotore, Mittelmotor geht und alle Marken eigentlich im Moment, außer Heckmotor. Bremssysteme in der Kombination spielen alles keine möglich, Rolle, ist alles möglich. Alles möglich. Preis, Harmony? Preislich wird im Moment nur noch hergestellt bei den Herstellern. So, man kriegt das erstmal als komplettes Rad. Nächstes Jahr, 2012, kommt ja noch ein Nachrüstsatz. Wird ja noch ein Preis bekannt gemacht. Ich denke mal, Ende Mai wird die bekannt sein. Ich habe ja noch keine Preise davon, leider. Okay. Wäre ein Tipp von mir, würde ich mir auf jeden Fall mal im Fachhandel angucken, wenn Sie ein Fahrrad suchen, bei dem Sie sagen, ich möchte mich nicht mehr um Schaltung oder Gänge oder Sonstiges kümmern. Ich möchte auch ein Getriebe haben, was ich stufenlos schalten kann und wo ich keine Knackgeräusche drin habe und wo ich einfach auch ein bisschen mein Spirit und meinen Komfort genießen kann, dann würde ich mir genau so ein Fahrrad mal angucken, mal den Fachhändler fragen, ist ein echter Tipp von mir.